Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Hannover 96. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und heute geht es ja weiter in der Bundesliga. Nachdem wir ja die ersten beiden Spiele verloren haben, wollen wir heute nachbessern in unserem Kader und zwar mit Ivar Fossum. Der ist ja auch in Realität zu Hannover gewechselt für knapp 2 Millionen Euro. Der Mann von Strømsgodset, der Kumpel von Martin Ødegaard, richtig großes norwegisches Talent, das Hannover sich da auch in Realität geangelt hat. Und wir wollen heute natürlich gucken, ob wir den genauso bekommen wie Moussa Konaté. Dabur habe ich mir auch angeguckt, mittlerweile auf SoFIFA. Allerdings war das, nachdem ich diese Aufnahme hier gemacht habe, beziehungsweise nachdem ich diese Episode hier aufgenommen habe, denn das liegt schon ein bisschen zurück. Wenn es euch gefällt heute, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung, ihr wisst Bescheid. Allgemein haben wir momentan, ich sage mal, ein paar Probleme, denn unser Kader ist ein bisschen ausgedünnt, weil, naja, Mailand für Zieler geboten hat. Ne? Und wir haben momentan keinen wirklichen Keeper. Das ist so ein bisschen problematisch, weil, wie soll man sagen, ich hätte schon ganz gerne einen. Also ist es nicht. Wir sind mit Samuel Radlinger, den wir jetzt hier per Leihe ablehnen, ganz gut besetzt. Der spielt ja momentan bei uns von Anfang an. Das liegt einfach daran, dass der gut in Form ist und dass ich mir dachte, warum nicht? Und wir haben ja nicht diesen quasi Mythos von Zielers 150 Pflichtspielen in Folge. Aber trotzdem muss man natürlich aufpassen, was man da macht und deswegen scouten wir auch. Ja, Torhüter haben bisher nur Fabian Giefer gefunden. Da muss aber auf jeden Fall noch was passieren, denn ohne Zieler wird's schwer auf jeden Fall, kann man nichts gegen sagen. Das Angebot von Strømsgodset weiterhin abgelehnt, inakzeptabel, 2 Millionen, genauso wie in Realität, biete ich jetzt für das norwegische Wunderkind, der im Idealfall wirklich kommen soll. Ich hätte den ganz gerne, weil ich den auch in Realität sehr sympathisch finde. Und der wird nicht nur ein FIFA-Talent sein, auch wenn er dann wenig Potenzial hat, genauso wie Ødegaard. Aber die beiden sind halt nicht umsonst jeweils zu den besten Spielern der Tippeligen gewählt worden. Es ist nur die Tippeligen, aber wenn du da als 19-Jähriger 11 Tore und 9 Vorlagen machst, ist das trotzdem alles andere als schlecht, muss ich nochmal dazu sagen. Von daher, ja, 2 Millionen sind dann auch akzeptiert worden von Strømsgodset und wir machen das genauso, wie es in Realität ist. Wir machen 4 Jahresvertrag, beziehungsweise hätten eigentlich 5 machen müssen, weil er ist ja bis 2020 gebunden und hier bis 2019 bei uns jetzt. Aber trotzdem versuchen wir es mit 4 Jahren. Rotationsspieler natürlich im Vergleich zum SSC Stammspieler nicht so schön für ihn, aber er kann sich ja pushen. Mal sehen, ob das Ganze annehmen wird, mal sehen, ob er uns zu uns stoßen würde. Und wir gucken nochmal weiter wegen den zentralen Mittelfeldspielern, beziehungsweise Kreativposten. Ihr habt gerade gesehen, Albert Rusnak, da haben wir wieder versucht, ein Vertragsangebot zu machen, ob das angeboten wird, mal sehen. Luis Farinha ist auch ein interessanter Mann, den ich aber bisher noch nicht so wirklich berücksichtige, weil ich halt meinen Slowaken habe. Und ja, Fossum hat auf jeden Fall schon mal angenommen. Der Kollege wird auf jeden Fall zu uns kommen. Das heißt, die erste Neuverpflichtung im zentralen Mittelfeld ist auf jeden Fall schon mal passiert. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen weiter und zwar nach Carlos Eduardo, der ja auch bei Hannover im Gespräch ist, von Rubin Kazan, den scoute ich einfach mal. Den jungen Brasilianer, ja, mittlerweile nicht mehr jung, den Brasilianer auf jeden Fall, der ehemals bei der TSG 1899 Hoffenheim gespielt hat. Wer mittlerweile leider wahrscheinlich vergessen müssen, ist Chris Löwe, denn der Kollege, ja, ist einfach nicht viel mehr wert als 2,8 Millionen, sowieso schon mal nicht, also Marktwert. Und sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, das heißt, normalerweise müsste Lautern froh sein, dass sie Abnehmer finden, aber sie wollen diese 4,3 Millionen haben, oder 4, ja doch, ich glaube 4,3 haben sie gefordert. Und das ist in meinen Augen einfach zu viel. Oikonomu hat einen Marktwert von 4,3, den kriegen wir auf keinen Fall irgendwie, weil der einfach nochmal ein Stückchen zu teuer ist in meinen Augen. 4,3, ja genau, wir können das Lauter noch haben. Auch das ist halt einfach unrealistisch. Von daher sind das so zwei Spieler, die wir wahrscheinlich nicht bekommen werden. Weder Oikonomu noch den Kollegen Chris Löwe. Aber wir haben ja Ivar Fossum und Alberus Nack mittlerweile in unserem Kader. Und die sitzen auch direkt mal auf der Bank, beziehungsweise stehen im Kader, was natürlich an sich ganz schön ist. Auch im Kader steht Maya Yoshida, der ja gewechselt ist von Southampton zu uns, ein neuer Innenverteidiger, der uns verstärken soll und natürlich mit Kiyotake und dem Kollegen Sakai noch zwei Landsmänner in unseren Reihen hat. Das ist an sich ganz schön. Yoshida sitzt auch gleich mal auf der Bank. Rusnak geht, glaube ich, sogar in die Startelf, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar, genau, Kiyotake auf links, Rusnak ins zentral-offensive Mittelfeld. Auf der Bank weiterhin sitzen, bleibt erstmal okay, Yoshida ist klar. Ich glaube, Fossum geht sogar in die Startelf, wenn ich es richtig gesehen habe. Bin mir nicht ganz sicher, werden wir gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel gegen Mainz. Wobei, starten wir schon direkt rein. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht passiert noch was. Ich glaube, es passiert noch irgendwas. Genau, wir haben nochmal abgelehnt bekommen. Genau hier. Wir haben nochmal was zum Thema Transfers. Aber die ganzen Sachen, die wir da so, naja, erhalten haben, sind nicht so cool. Und von daher gehen wir jetzt in die Partie gegen Mainz gleich rein. Gucken nochmal ganz kurz nach. Haben wir Fossum aufgestellt? Ich glaube, Fossum ist aufgestellt. Ja, Fossum ist aufgestellt. Das heißt, unser norwegischer Neuzugang steht direkt mal in der Startelf. Und das gegen Leverkusen. Nicht gegen Leverkusen, nicht meins. Entschuldigung. Wird spannend, in Realität 0 zu 3. Mal sehen, wie es hier laufen wird. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann nach dem Spiel wieder. Hoffentlich mit 3 Punkten. Bis gleich.
Hannover 96 zu Gast in der Kofas Arena. Die Bundesliga ist momentan relativ spannend, denn sie ist am Anfang der Saison und die Hannoveraner haben bisher 2 Pflichtspiele bestritten und 2 Pflichtspiele verloren, sowohl gegen Darmstadt 98 als auch gegen Bayer Leverkusen. Dementsprechend reisten sie natürlich mit ein bisschen Druck hier an und wollten unter dem neuen Trainer, der bisher noch keinen Punkt holen konnte, die ersten 3 Punkte der Saison einfahren. Die Fans in der Kofas Arena waren richtig gut gelaunt, machten gute Stimmung vor Spielbeginn, schöne Choreografie der Fans und bei Hannover das erste Spiel nach Ron-Robert Zieler, Samuel Radlinger, der neue Torwart, und Albert Snack und Ivar Fossum, die neuen Männer auf dem Rasen bei den 96ern. Die beiden Neuzugänge standen direkt mal in der Startelf, auf der Bank saß ein weiterer Neuzugang, das war Maya Yoshida. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal genauer an. 7,5 Millionen bezahlt Hannover für Alberto Snack und für Ivar Fossum bezahlten sie 2 Millionen. Der Kumpel von Martin Ødegaard, heute im zentralen Mittelfeld neben Salif Sané aufgeboten und genauso aufgeboten wie Jerry Mbakogu, der neue Stürmerstar, der Nigerianer, geholt vom AS Kapi. Wir gucken uns die Ausstellung an von Mainz 05, nachdem wir nochmal einen kleinen Blick in die Ausstellung von Hannover werfen, beziehungsweise zu Ivar Fossum. Wie gesagt, ein Kumpel von Martin Ødegaard, sehr großes norwegisches Talent, das sich für die niedersächsische Landeshauptstadt entschieden hat, obwohl er Angebote aus England und Serie A von Topclubs. Loris Karius im Tor bei Mainz, Brosinski, Gonzalo Jara Reyes davor zusammen mit Nico Bungert und Gaetan Busmann in der Verteidigung, Frei und Christopher Moritz auf der Doppel-6, Clemens De Blasis, Yunus Mali und Yoshinori Moto in der Offensive, die bildeten die offensive Viererreihe. Samuel Radlinger sollte sich also mit diesem beschäftigen. Karaman, ja, spielte heute nicht, dafür spielte eben der genannte Rusnak. Marcel und Hoffmann in der Innenverteidigung, links Albonos, rechts Oliver Sorg, Ivar Fossum, Salif Sané, Hiroshi Kiyotaku und Albert Rusnak. Rechtes Mittelfeld besetzt natürlich, was für eine Frage, nicht von Alain Saint-Maximin, sondern im Endeffekt jetzt hier am Ball von Uwe Bech und in der Sturmspitze Jerry Mbakogu. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und die war es auf Seiten von Mainz 05. De Blasis hier nach knapp einer Viertelstunde mit der Flanke in die Mitte, die wird länger und länger. Abgewehr von Albonos aber in die Mitte und da steht Moritz mit dem Seitfallzieherversuch. Schöner, ja, quasi schöne Anlegung, schöne Flugeinlage des zentral-defensiven Mittelfeldspielers. Allerdings doch knapp am Tor von Radlinger vorbei. Der Österreicher muss da nicht einschreiten. Dann kam Hannover nach knapp 40 Minuten mal zum Vorschein. Kiyotaki mit einer Flanke, die er Mbakogu nicht erreichen kann. Allerdings die Szene ein bisschen unzulänglich geklärt von Mainz 05. Der Ball nämlich, ja, zurückgespielt zu Hannover, quasi zu Mikko Albonos. Angeschlagen, kann sich aber behaupten und schlägt die nächste Flanke in die Mitte. Die wird abgewehrt, aber es gibt zumindest mal einen Eckball und das waren ja die besten Offensivbemühungen in der ersten Halbzeit von Hannover 96. Es passiert in die 4, reingebracht die Ecke von Uwe Bech und da ist der Kopfballversuch, kommt nicht ganz zustande. Nochmal Bech mit der Flanken Gelegenheit, die kommt auch diesmal besser, aber wieder auf den ersten Pfosten und Loris Karius kann diese diesmal abwehren, im Endeffekt dann geklärt von den Mainzern, denn die nächste Chance hier von Uwe Bech nochmal in die Mitte geflankt, wird auch nicht mehr sonderlich gefährlich, zwar versucht Rusnak noch ranzukommen, schafft das aber nicht. Wie gesagt, der neue Slowak in den Dienst von Hannover 96, genauso wie bei Fossum, beide sehr, sehr teuer gewesen, bisher aber noch nicht so viel gezeigt, es standen 3 Neuzugänge zusammen mit Oliver Sorg, der von Freiburg vor der Saison gewechselt hat, und Uwe Bech, der von Nordsjælland gekommen war, sogar 5 Neuzugänge in der Startelf. Radlinger kann man quasi auch als Neuzugang bezeichnen, weil er bisher nie ein Pflichtspiel gemacht hatte. Allerdings, ja, brachten die keinen gewünschten Effekt, so bisher zumindest. Es wurde dann gewechselt in der Halbzeit. Oliver Sorg ging auf die Linksverteidigerposition. Maya Yoshida kam für den angeschlagenen Mikko Albonos in die Partie. Das heißt, auch der 6. Neuzugang auf dem Platz. Und jetzt plötzlich ging was bei Hannover. Langer Ball nach vorne. Auf dem Bakogu, gespielt von Albert Snack. Und der Nigerianer ist viel zu schnell für die Defensive von Mainz 05 und macht das 1:0. 55. Minute, der Konter von Hannover 96 und der Führungstreffer für die Roten, die heute zwar in Schwarz-Grün spielen, aber natürlich trotzdem, die Männer aus Niedersachsen sind nicht die Schwarz-Grün, sondern die Roten oder Schwarz-Weiß-Grün, wenn schon, denn schon. Schöner Lauf auf jeden Fall von Mbakogu, klasse Pass vorher von Rusnak und dann ist er zu schnell für die Defensive der Mainzer und die Männer aus Rheinland-Pfalz kommen nicht mehr hinterher und er macht sein erstes Tor in der Bundesliga für die Hannoveraner. Nach seinem Wechsel aus der Serie also gut angekommen, Jerry Mbakogu, und Hannover versuchte weiter nach vorne zu spielen, allerdings versuchte Mainz natürlich auch zurückgekommen, standesgemäß wollten sie hier das dritte Bundesligaspiel, das zweite Heimspiel der Saison nicht verlieren. Es sollte sich aber gar nicht mal so einfach gestalten, denn Hannover stand mit Yoshida hinten drin, jetzt plötzlich deutlich sicherer, wenn da mal über Konter die Gelegenheiten für Mainz 05, das ist Yoshinori Muto, Neuzugang, Yunus Mali mit der Hacke, das ist Clemens auf Brosinski und er macht das 1:1, die erste Chance im zweiten Durchgang für Mainz, durch einen Konter, obwohl Hannover führte und schon ist der Ausgleich da, 68. Minute, Mainz mit dem 1:1, das war ganz schwach verteidigt von Hannover, wie gesagt, sie standen hinten sehr solide und ließen sich dann auskontern, es war ein Standard vorher gewesen von Hiroshi Kiyotake und dann kommt der Ball hier wunderbar weitergeleitet von Yunus Mali in die Mitte, nochmal abgelegt von Clemens und Brosinski im Stile eines Stürmers mit dem Schuss, mit dem strammen Schuss in die linke untere Ecke. Es ging weiter auf der anderen Seite, wir springen in die 73. Minute, das war hier ein Elfmeter, das wurde gar nicht so gesehen, aber Sané wird getroffen von der Defensive, zwar kommt der Ball auch ins Spiel, allerdings nicht zureichend, normalerweise hätte es hier den Pfiff gegen müssen, Sané beschwerte sich nicht, es gab dann einen Freischuss 28 Metern und der war quasi 4,5 Meter für den neuen Albert Rusnak, Kiyotaka ausgewechselt, deswegen versucht der Slowake und trifft den Pfosten. Karius wäre wohl Chance
chancenlos gewesen. Mainz klärte das dann in der Folge zureichend und dementsprechend weiterhin 1:1. Hannover gab sich aber nicht auf. Wir springen in die 85. Minute. Das ist Charlie Benchop, auch Neuzugang von Fortuna Düsseldorf. Das ist Ivar Fossum. Ivar Fossum 2:1. Plötzlich der Führungstreffer für Hannover 96 und der hatte sich abgezeichnet, denn die 96er waren das aktivere Team. Gerade in der Vorwärtsbewegung deutlich aktiver als Mainz 05 und Benchop macht das hier klasse. Der wunderbare Pass auf Fossum, der scheitert am Pfosten und an Karius und im Nachsetzen macht er den dann rein. Erstes Spiel für den neuen Mann von Strømsgodset und direkt das erste Tor. Zentraler Mittelfeldspieler, aber er beweist hier Stürmerqualitäten. Wunderbares Tor. Beide Mainzer Verteidiger können das nie mehr verteidigen. Hannover also erneut in Führung und dieses Mal wollten sie es über die Zeit bringen. Schafften sie es auch? Fragezeichen. Natürlich schafften sie es. Es war die letzte Aktion der Partie, die irgendwie nennenswert war. Hannover 96 hier nochmal mit Mike Steven Beere vorne drin. Allerdings scheitert der Youngster, der eingewechselt worden war, in der 90. Minute an sich selber und danach war es vorbei. Hannover also mit dem ersten Sieg, mit den ersten drei Punkten in dieser Saison gegen den FSV Mainz 05. Die Mainzer in der ersten Halbzeit das bessere Team, dann allerdings mit ein bisschen Schlaftablettenfußball und das bestraft Hannover 96 in Form der beiden Neuzugänge Makogu und Ivar Fossum eiskalt. Die Hannoveraner, die Männer aus Niedersachsen aus der Landeshauptstadt gewinnen bei der Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz mit 2:1. Dank Ivar Fossum, der in der 90. Minute mehr oder weniger sein erstes Tor für die Hannoveraner erzielte und bewies, dass er zwar norwegischer zentraler Mittelfeldspieler ist und Talent, aber trotzdem schon gut angekommen ist in Niedersachsen, in Hannover und in der Bundesliga. 2:1 also für MGT, 3 Punkte für Hannover, Mainz bleibt weiter zu Hause punktlos. Ja, Wolski, das war doch mal ein richtig, richtig schönes Spiel, würde ich sagen. Besser kann es doch gar nicht laufen. Wir gewinnen 2:1 und auch noch Tore von unseren beiden Neuzugängen von Fossum und natürlich von unserem neuen Stürmer mit der Nummer, ich hab's vergessen, Jerry Mbakogu. Sehr, sehr schön. Christian Schulz wechselt wohl zum VfB Stuttgart. Wir verlangen 2,4 Millionen, das heißt Marktwert für unseren ehemaligen Kapitän, der ja bei mir keine Rolle mehr spielt, aus Gründen. Mikko Albanos fällt für 5 Tage aus, der war ja angeschlagen jetzt gerade in der Partie, hat bis zur Halbzeit gespielt, dann kam Maya Yoshida, dann fiel das Gegentor, aber das lag definitiv nicht an unserem Rechtsverteidiger, sondern daran, dass Mainz einfach klasse gekontert hatte. Wir trainieren unsere Mannschaft und das natürlich wieder mit Simulation. Ich weiß, normalerweise könnte ich das Ganze ja deutlich effektiver machen, wenn ich selber trainieren würde, aber ich bleibe hierbei. Und leider Gottes muss ich sagen, Fossum hat nur ein 70er-Rating, ist 19 Jahre alt, hat einigermaßen Potenzial, ist aber kein vielversprechender Spieler. Finde ich sehr schade, kannst aber nichts machen. Natürlich wird er trotzdem in Zukunft irgendwann trainiert werden. Wir simulieren die Ergebnisse durchweg mit D, also zweimal Doppel-D finde ich nicht so schön, aber dafür Bech immerhin mit einem B, was ganz cool ist. Und Alain Saint-Maximin steigt auf 67 im Rating, was natürlich auch auf jeden Fall eine positive Geschichte ist. Wir gehen weiter zum Transfer Deadline Day und wir brauchen ja noch einen Torwart, liebe Freunde. Das ist natürlich eine kritische Situation, denn wir haben zwar Radlinger, aber so wirklich Erfolg garantieren ist das jetzt nicht, weil der hat zwar 64 und ist wohl geglitscht, aber es dauert ein bisschen, bis der so wirklich seine Kraft entfaltet. Ich werde ihn aber trotzdem weiter im Tor erstmal lassen. So ist es nicht, weil ich finde ihn an sich sympathisch und der hat bisher ganz gut gehalten. Von daher kann man sich da nicht beschweren. Und warum sollen wir ihm, der aus unserer Jugend, ja, beziehungsweise unser Nachwuchskeeper quasi ist, warum sollen wir ihn jetzt einfach vor die Nase setzen? Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Ich halte das für gar nicht so unrealistisch. Wenn Zieler gehen sollte, wirklich Radlinger, wenn er denn zurückkommt, erstmal von der Leihe, ich glaube, der ist ja gerade überhaupt verliehen, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn Zieler geht, dass dann Königsmann oder vielleicht Radlinger, die neuen Nachwuchskeeper werden und die dann genauso aufgebaut werden, wie es beispielsweise bei einem Zieler der Fall. Bei Enke kannst du es ja nicht so wirklich sagen, weil der war ja schon vorher bei Profistation. Zieler war ja nur in der Jugend von Manchester United und hat dann nicht wirklich eine Rolle gespielt, war ja nur U23-Keeper. Wir suchen so ein paar Keeper, denn ich habe mir gedacht, wen kannst du überhaupt holen? Ich habe allgemein sehr lange nachgedacht und habe nicht wirklich was gefunden. Dann kam ich auf Sven Ulreich, den habt ihr mir auch vorgeschlagen. Allerdings habt ihr mir natürlich auch das Ganze erst vorgeschlagen, nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Trotzdem versuche ich es bei dem mal, sitzt der aber bei ja nur auf der Bank. Deswegen einfach mal die Idee, wir könnten ja mal 7 Millionen für ihn bieten, hat 90.000 Gehalt, sporadischer Spieler bei Bayern nur, das heißt, warum eigentlich nicht? Tom Starke wäre auch eine Möglichkeit gewesen, an den habe ich auch nicht genug gedacht und der ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu alt, als dass ich ihn verpflichten würde. Weitergedacht habe ich auch bei Adler nicht. Da stand sogar, dass Adler eventuell den Verein wechseln möchte. Habe ich aber nicht genug drüber nachgedacht und von daher habe ich das logischerweise dann auch nicht gemacht, beziehungsweise nicht in die Tat umgesetzt. Wen habe ich noch angefragt? Wir werden es gleich sehen. Das ist ein bisschen her. Ach genau, den brasilianischen Keeper von Lokomotiv Moskau fand ich nicht ganz so abwegig. An sich natürlich nicht so realistisch auch, aber ihr seht hier Guilherme, 29 Jahre alt, Brasilianer, Lokomotiv Moskau. Nicht das krasseste Rating, nicht das krasseste Potenzial. Ich mag den einfach nur, genauso wie ich auch Rosnack mag. Und Rosnack ist gar nicht so unwahrscheinlich, beziehungsweise so unrealistisch. Genauso wenig wie Mbakogu. Zumindest in der Theorie, ja. Das sind Teams aus Niederlande, beziehungsweise unterer Tabellenhälfte. Oder Russland jetzt hier auch nicht. Das Nonplusultra, da sind ja RZSKA und Zenit St. Petersburg und Dynamo Moskau.
Moskau vorne dabei. Aber trotzdem, man kann ja zumindest mal nachgucken und vielleicht hat Guillaume ja Interesse, zu uns zu wechseln. Dann suche ich noch Paul Nadi. Der ist an sich, oder Paul Nadi, oder Paul Nadi, oder wie auch mal ausgesprochen wird. Bei dem wäre es interessant, weil der halt von Monaco kommt und von denen haben wir schon zwar Maximin ausgeliehen und deswegen halte ich das mit am realistischsten, denn warum nicht noch ein Leihgeschäft für einen Spieler, der da nicht spielt, weil Stecklenburg ist bei Southampton, Entschuldigung, weil Subasic einfach vor ihm steht. Halte ich, finde ich, unrealistisch, ne, passt an sich. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum machen wir das nicht einfach? Dazu Angebote habt ihr gesehen, abgegeben für Peter Schmeichel, auch für Leroy Fer, für den wollen wir 6 Millionen bezahlen, 6,5 ist der Marktwert. Fraser Forster, weiß ich gar nicht, ob ich den angefragt habe, ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall sind das die ersten Sachen. Ja, und die Resonanz ist, naja. Also QPR möchte, der ist einfach zu wertvoll, der Leroy Fer, spielt aber in der zweiten Liga. Der kann da nicht so zufrieden sein und dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass ich ihn noch bekomme. Wir machen bei Schulz ein bisschen weiter, gehen auf 2,5 Millionen. Die haben gerade 1,9 geboten, wir haben 2,4 gesagt, sie bieten wieder 1,9, das ist eine Frechheit und dementsprechend gehen wir auf 2,5. Des Weiteren hat Bayern das Angebot für Sven Ulreich abgelehnt, was ein bisschen schade ist, weil ich den gerne gehabt hätte, aber ich denke mal nicht, dass wir ihn günstig bekommen werden und von daher können wir das Ganze eigentlich schon aufgeben. Ich kann da nochmal gucken, beziehungsweise biete nochmal 8 Millionen, aber ich glaube im Endeffekt wollen sie 12 oder so und das ist mir dann einfach auch zu teuer. Wir haben zwar 30 für Zieler bekommen, aber wir können auch günstigere Keeper bekommen und vor allem steht er ja immer noch im Konflikt, beziehungsweise in Konkurrenz zu unserem Kollegen Radlinger, den ich ja aufbauen möchte. Gerade wenn er geglitscht ist, kann er ja sehr erfolgreich werden. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Von daher brauchen wir nicht unbedingt den teuersten Torwart, wenn wir einen aufbauen können, sondern nur einen, der solide mal als das man da halten könnte. Wir haben von Leicester City, beziehungsweise bei Leicester City für Schmeichel angefragt. Aus da sagen wir 6 Millionen. Allerdings auch so ein bisschen kritische Sache. QPR möchte, ja, das ist eigentlich total lächerlich, möchte 11 Millionen für Leroy Fer haben, bei einem Marktwert von 6,5 und in der zweiten Liga, akzeptieren dann aber plötzlich die 6,5, die ich ihnen biete. Gut, kann man jetzt sagen, ist lächerlich, aber gut. Anderer Verein möchte Nägel mit Köpfen machen, das ist schade bei Chris Löwe, aber der wurde uns ja jetzt schon hinreichend gesagt, dass der nicht zu uns wechseln wird und ich glaube, die Verhandlungen wurden auch sogar schon abgebrochen oder werden noch abgebrochen werden, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Chris Löwe wird nicht zu uns kommen, der wird im Endeffekt wechseln und zwar zu irgendwas Spanischem. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ein bisschen bitter, weil halt theoretisch wäre er im Winter ablösefrei gewesen, beziehungsweise für den Sommer dann ablösefrei gewesen. Aber ich wusste schon, dass der wahrscheinlich noch von irgendeinem Verein verpflichtet wird, weil er halt so ein Durchschnittsspieler auch ist für die erste und zweite Liga. Und von daher war es leider unrealistisch, dass der Kollege bis zum Winter ablösefrei bleibt. Deswegen wollte ich ihn ja auch jetzt haben. Hat nicht geklappt. Was willst du machen? Für Leroy Fer machen wir dann ein weiteres Angebot. 70.000 Gehalt. Wir machen essentieller Stammspieler 3 Jahre. Bisher hat ihm nicht gefallen, dass wir seine Rolle nur, ich glaube, wichtiger oder Rotationsspieler gemacht haben, obwohl er in der zweiten Liga vorher spielt. Also Qualität und so, aber als essentieller Stammspieler sagt er, yo, machen wir und dementsprechend haben wir einen neuen Zentral-Defensiv-Mittelfeldspieler zusammen mit Fossum, zusammen mit Sané, zusammen mit Andreasen und Schmiedebach. Allerdings hat Schmiedebach sowieso nicht so ein Potenzial, deswegen werde ich den als Rechtsverteidiger spielen lassen. Die Frage ist nur, was mache ich mit Sakai? Ich kann es euch erklären. Ich werde Sorg als Linksverteidiger Tandem quasi mit Albornoz spielen, Prip als Notfallnagel oder als Notnagel, der ist eher Mittelfeld und zentral-defensives Mittelfeld, also linkes und zentral-defensives Mittelfeld, Sorg und Albornoz auf links und rechts Sakai, Yoshida wahlweise, mehr oder weniger, ne, und wen habe ich denn jetzt gerade? Ach, Schmiedebach, genau, der ist unser Rechtsverteidiger, erstmal Stamm, ne, links Stammverteidiger wird Albornoz, Sorg auf der Bank, Sakai auf der Bank, beziehungsweise Sakai so, ne, naja, und dann werden wir mal sehen, was passiert. Yoshida, je nachdem, wer auf der Bank sitzt, ihr wisst, wie ich das meine. Gut, das war's vom Transfer Deadline Day. 125 Millionen und 975.000 Euro wurden ausgegeben. Das ist an sich eine ganz ordentliche Summe. Am letzten Tag nochmal allerdings nichts zu krass. Ich habe schon mal 189 Millionen erlebt. Von daher ist es zwar nicht schlecht, aber immer noch nicht das neue Posulta, deswegen verwundert mich das nicht. Unser Jugendspieler, den wir ja von unserem Superscout, von unserem Chefscout, von unserem Traditionsscout und alles Mögliche bekommen haben, der sieht ziemlich gut aus. 82 bis 94 Potenzial. Kann man auf jeden Fall so machen. Der wird auf jeden Fall in der Zukunft irgendwann ein wichtiger Spieler für uns werden. Mal sehen, wann wir das Ganze, so in die Tat umsetzen und verpflichten. Denn wir wollen natürlich, ich bin Trainer, ne, ich bin neuer Trainer nach Frontex, der nicht so auf die Jugend gesetzt hat, Korkut ja auch nicht, auch wenn Frontex zwar gesagt hat, er macht das, aber im Endeffekt hat er nur Beere einmal gespielt, von daher, naja, aber ich will's machen. Und ich werde auf die Jugend setzen. Ich habe auch Beere schon eingewechselt jetzt am dritten Spieltag, da sagt er schon einiges, lass auch mal Maximin spielen, werde auch Teichgräber und so eventuell ab und zu mal spielen lassen, wobei der, glaube ich, verliehen ist, ne. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall werde ich auf die Jugend setzen und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich denke mal, ich werde es durchziehen. Und das werde ich auch demnächst schon aufnehmen. Von daher ist eure Meinung. Ich habe freie Hand mehr oder weniger bei diesem Karrieremodus. Oder gebt mir freie Hand bei diesem Karrieremodus. Ihr könnt mir trotzdem eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon, wenn ich Jugendscouts einstelle, von dem Geld, das wir für Zieler bekommen haben? An sich sind wir jetzt soweit verstärkt. Wir müssen erstmal nicht nachbessern. Erst im Winter. Und da kriegen wir eventuell Angebote rein für Erdinch und so weiter und so fort. Das heißt, da können wir dann schauen. Sobek würde jetzt auch nicht verlieren, wenn wir jetzt 4 Stürmer. Weiß noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Wahrscheinlich setze ich Erdinch und Benchop, ja, wobei Erdinch und Sobek auf der Bank oder, nee,
Benchop und Solberg auf der Bank und Erdinch ganz nach draußen, damit der im Winter einfach für unter Marktwert wechselt. Was total dämlich ist, weil normalerweise kann man, wenn er spielt, Marktwert hochpushen, aber machen wir da nicht. Egal, auf jeden Fall Nachwuchsleistungszentrum. Wie wäre es, wenn wir einfach mit den Millionen, die wir für Zieler bekommen haben, damit neue Scouts kaufen und unsere Jugendmannschaft quasi fördern? In der Realität war jetzt auch der Spatenstich für das NLZ. Das wird jetzt extrem ausgebaut, auch von Kind gefördert und allgemein gefördert von ganz vielen Sponsoren. Und ich denke mal, das ist so gesehen wieder sehr realistisch, beziehungsweise sehr nah an der Realität dran. Auch, dass wir die beiden ersten Spiele verloren haben. Klar, jetzt haben wir gewonnen. Aber es heißt nicht, dass es in den nächsten Spielen so weitergeht. Ob das passiert, wissen wir nicht, werden wir gleich sehen. Nächstes Spiel steht schon ins Haus gegen Dortmund. Also alles andere als einfach. Aber wir werden sehen, wie es laufen wird. Und unser Ziel ist ja im Endeffekt auch, dass wir im Mittelfeld landen am Ende. Wenn es besser wird, so wie bei Newcastle, schön, wenn es schlechter wird, nicht so gut. Meister werden wir sowieso nicht. Das kann ich jetzt schon mal abhaken, weil da werde ich irgendwas verhindern und wenn ich den Gegner manuell irgendwie mit Slidern besser mache. Weil das ist mir einfach zu unrealistisch und das will ich nicht in diesem Karrieremodus. Und denke mal, ja auch nicht, euch gefällt es nämlich, das habe ich schon gesehen, dass es so realistisch ist. Und wenn euch diese Idee gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, weil ich denke mal, so realistisch versuchen sie wenigsten. Und ich mach's schon wirklich so realistisch, wie man es irgendwie machen kann im Karrieremodus. Solberg sitzt übrigens anscheinend nicht auf der Bank, sondern in der Reserve. Anscheinend sitzt Benchop auch nicht in der Bank, sondern auf der Reserve. Wo ist Solberg überhaupt? Keiner, wo der ist. Egal, wir spielen gegen Dortmund auf jeden Fall. Danach gucken wir mal. Bis gleich. Hannover 96 nach den ersten drei Punkten, die sie geholt hatten in der Kofas Arena gegen den FSV 1-0-5. Heute zu Hause gegen den großen Favoriten Borussia Dortmund. Kandidat für die Vizemeisterschaft. Ist die Meisterschaft an Bayern schon vergeben? Die Fans der Bundesliga haben bei Vote Union entschieden, dass das Ganze quasi langweilig ist und durch ist. 70% meinen, die Bayern werden sowieso, 10% meinen, das ist mir egal. Und 20% meinen, nein, Wolfsburg oder Dortmund versuchen den Bayern auch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wahrscheinlich passiert das nicht. Allerdings ist Dortmund gut in die Partie, beziehungsweise in die Saison gestartet und Marco Reus, der Nationalspieler, der beste Spieler bei den Dortmundern, der wertvollste bei den Dortmundern im letzten Spiel mit 2 Toren erfolgreich, also doppelt geknipst. Das heißt, momentan sieht das ziemlich gut aus bei der Borussia, dass das gut nach vorne gehen wird. Wir schauen auf die Elf von Hannover 96. Samuel Radlinger weiter im Tor, trotz der Verpflichtung von Paul Nardi. Davor dann Oliver Sorg zusammen mit Marcelo, André Hoffmann und Mico Albonos in der Verteidigung. Ivar Fossum und Salif Sané wieder auf der Doppel 6. Davor Uffe Bech zusammen mit Alberus Nakiroshi, Kio Take und der Sturmspitze Jerim Bakogu, der sein erstes Bundesliga-Tor gegen den FSV 1-0-5 erzielt hat. Das heißt, keine Änderung im Vergleich zum Spiel gegen Mainz bei Dortmund. Weidenfeller im Tor, davor Piszczek, Ginter, Hummels, Durm, Bender, Leitner, Castro, Mkhitaryan, Reus und Pierre-Emerick Aubameyang. Die einzige Änderung im Vergleich zur Vorwoche, momentan Bürki ja ein bisschen außen vor, Weidenfeller in den Trainingsleistungen voraus, war Moritz Leitner, der in die Mannschaft rückte. Das Ganze für Shinji Kagawa. Allerdings muss das nicht unbedingt Qualitätsabstrich tun, denn Leitner ein bisschen defensiver orientiert als der doch sehr offensive Kagawa und das gegen Hannover, die momentan anscheinend gut drauf zu sein scheint, nach dem Spiel gegen Mainz lässt das zumindest vermuten, gar nicht mal so schlecht. Wir sehen Salif Sané, der hat das erste Bundesliga-Tor die Saison gemacht für Hannover 96, zuletzt als Abräumer Mittelfeld einer der stärksten bei den Landeshauptstädtern in Niedersachsen, beziehungsweise bei den niedersächsischen Landeshauptstadtmenschen. Wir springen rein in die Partie und Dortmund begann etwas schleppend, war aber das bessere Team in der Anfangsphase. Pierre-Emerick Aubameyang ist das, geht nach 10 Minuten mal durch, schickt Gonzalo Castro auf die Reise und der versucht einfach mal, Radlinger muss nicht eingreifen, es bleibt beim 0-0. Hannover versuchte dann selber nach vorne zu kommen, das ist Uffe Bech mit dem Ball auf Alberus Nack und der spielt in die Mitte auf Jerim Bakogu, die Latte rettet da für Roman Weidenfeller, der war noch dran, hält den Schuss des Nigerianers, verhindert so das 0-1. Hannover war jetzt aber gut drauf, hatte Blut geleckt und spielte gut nach vorne. Ivar Fossum, der am Neuzugang von Sören Rosett, bekommt hier den Ball nochmal, versucht es da, wird gefoult, gibt keinen Freischuss, aber immerhin den Eckball und das nach nur 39 Minuten. Aus dem wird dann eventuell noch was. Kio Take bringt den Ball nach außen und da steht wieder Ivar Fossum und der versucht aus der Distanz, allerdings ist Hummels da und kann den Ball dann abwehren. Das war mit die größte Chance der Hannoveraner. Die größte natürlich der Lattenschuss danach, kam nicht mehr viel. Nochmal Ivar Fossum, 45. Minute, der Norweger mit dem Ball in die Mitte und da steht Mbakogu, schöner Fallrückzieher, Versuch, allerdings abgeblockt und dementsprechend nur der Eckball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Erik Durm hatte das klasse verteidigt, daraus wurde dann nichts und Hannover ging mit 0-0 in die Halbzeit. Marco Reus, von dem hat man noch gar nichts gesehen im ersten Durchgang. Der war total unauffällig. Der einzige Torschuss der Dortmunder wurde zustande gebracht von Gonzalo Castro. Das heißt, da geht auf jeden Fall noch was beim Meisterschaftsfavoriten oder Vizemeisterschaftsfavoriten, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. In der zweiten Halbzeit wurden sie auch stärker und spielten gut nach vorne. Lukas Piszczek mit dem Ball auf Aubameyang, der geht in den 16er hinein, versucht es dann mal selber, aber Radlinger ist da und hält diesen Ball klasse. Der Ball geht dann ans Außennetz und ist nicht weiter gefährlich. Ball dann auf Karaman in der 76. Minute. Der Deutsch-Türke setzt sich klasse durch außen gegen Erik
Durm die Flanke in die Mitte und Mbakogu kommt nicht ran. Allgemein so ein bisschen schleppendes Tempo in der zweiten Halbzeit, aber die Schlussphase, die hat es dann richtig in sich. 80. Minute, das ist Mike Steven Behre, mittlerweile eingewechselt, der Youngster der 96er, mit der Flanke, mit dem Pass in die Mitte auf Mbakogu und da ist Salif Sané wieder, rettet die Latte für Dortmund. Das zweite Mal in der Partie scheitert Hannover am Aluminium. Erst ja, war es Mbakogu und jetzt Sané. Und jetzt kommt Mike Steven Behre mit dem Ball nach vorne auf eben wieder Mbakogu. Wir sind in der 85. Minute, der setzt sich klasse durch im 16er, versucht mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, da steht Leroy für 1:0, der Niederländer. Erstes Spiel für Hannover 96 und direkt sein erstes Tor, genauso wie Ivar Fossum und genauso wie Jerry Mbakogu trifft. Als nächstes ein Neuzugang, klasse Aktion außen von Mbakogu, Bildnote 2. Für den Nigerianer setzt sich wunderbar durch und dann der Ball in den Rücken von Leroy Ferber, der dreht sich und mit dem schwachen linken Fuß durch die Beine von Weidenfeller eingewechselt. Der Neuzugang von den Queens Park Rangers aus der zweiten englischen Liga der Niederländer mit dem wunderbaren Tor lässt sich feiern von seinen Teamkollegen und zeigt direkt mal, dass die 6,5 Millionen Euro Ablöse richtig gelohnt haben. Hannover hat ja jetzt ordentlich Geld nach dem Wechsel von Ron-Robert Thieler, können sie sich auf jeden Fall solche Transfers leisten. 90. Minute nochmal eine Chance für Hannover, nochmal eine Flanke von Leroy Föhr. Wir sind in der dritten Minute der Nachspielzeit, nochmal Karaman und nochmal wird es gefährlich, nochmal fast an die Latte, aber diesmal lenkt Weidenfeller den rüber. War aber auch egal, denn es war die letzte Aktion der Partie. Hannover 96 gewinnt gegen den BVB, das ist überraschend, mit 1:0 durch das Tor von Leroy Föhr. Dortmund über die gesamte Spielzeit einfach zu ungefährlich in der Offensive. Sowohl Aubameyang als auch Ramos, der eingewechselt worden war, als auch Marco Reus brachten nichts Gefährliches zustande, was ja Samuel Rattlinger in Angst und Schrecken versetzen müsste. Und im Endeffekt reicht dann halt ein Neuzugang, der eingewechselt wird und nur eine Chance hat in der gesamten Partie, um diese hier zu entscheiden. Hannover 96 mit 6 Punkten aus den letzten 2 Spielen gewinnt 1:0 gegen den Vizemeisterschaft-Favoriten Borussia Dortmund. Also wenn das mal nicht schön war, natürlich ist es nicht ganz realistisch, aber es tut mir leid, ich kann ja auch nicht absichtlich verlieren und es ist umso schöner, wenn wir dann durch so einen wunderbaren Konter durch Jerry Mbakogu ja das Tor vorbereiten und wenn Leroy Föhr, unser neuer Neuzugang ist auch geil, ne? Wahnsinn, egal, ich laber schon 25 Minuten, da ist das erlaubt, wenn unser Neuzugang dann das Tor macht, also besser kann es eigentlich schon wirklich gar nicht mehr laufen. In der nächsten Episode geht's dann weiter und zwar gegen den FC Augsburg, auswärts und zu Hause gegen, ist es Stuttgart? Ich glaube, es ist Stuttgart. Ich bin mir nicht ganz sicher. Danach auswärts in Wolfsburg. Ich glaube, es ist zunächst mal gegen Stuttgart. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Arthur Sobe beschwert sich, der möchte gerne mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. In der nächsten Episode wird das der Fall sein. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, wo er gerade im Kader war, aber offenbar war er in der Reserve. Normalerweise wird der Plan sein, dass auf der Bank 2 Stürmer sitzen, wobei Saint-Maximin auch als Stürmer gesehen werden kann. Also es ist ein bisschen problematisch, unser Kader ist sehr voll. Aber wir kriegen da schon irgendwie hin und im Winter gehen dann 2 Stürmer. Wer das sein wird, werden wir sehen. Vielleicht Soberg, vielleicht Erdinsch, vielleicht Benchop. Für diese Episode war es das erstmal. Wir trainieren nochmal. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Resttag. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Ja, und Bech blamiert sich ein bisschen. Letztes Mal B in Training, dieses Mal nur in F. Naja, was willst du machen? Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein, meine Freunde. Und ciao.